Ja, hi, liebe Caro, dann sag doch mal kurz was zu dir und vor allen Dingen auch, wie wir zu Muck gekommen sind. Ja, gerne, danke, Martina. Ja, mein Name ist Caro. Wir sind von Otto Bock und wir haben den MOOC mitgemacht in diesem Jahr, den Corporate Learning MOOC. Und ja, haben uns als Otto Bock dort zum Thema Lernen und Entwicklung im digitalen Zeitalter beschäftigt. Und Martina, wie kam eigentlich die Idee, dass wir diesen MOOC mitmachen? Okay, gute Frage. Lass mich mal kurz überlegen. Also, es gab im Jahr 2015 schon mal einen ganz tollen MOOC, der auch mit Corporate Learn zu tun hatte. Und da bin ich leider am letzten Tag reingerutscht. Das weiß ich noch. Also am letzten Tag habe ich dann festgestellt, da gibt es was ganz Tolles mit ganz tollen Firmen und ich habe es verpasst. Und das fand ich so ärgerlich, dass ich das tatsächlich beobachtet habe über die Jahre. Und als dann die Chance wieder kam und der neue MOOC und dann als MOOCathon auch noch angekündigt wurde, als MOOC plus Hackathon, da habe ich nur gedacht, Mensch, da müssen wir rein, unbedingt. Ja, und was ist dann passiert? Dann haben wir uns im Team sozusagen hingesetzt und überlegt, wie können wir das eigentlich machen? Sind wir eigentlich schon so weit? Haben wir eigentlich schon, was wir präsentieren können? Haben wir überhaupt Zeit? Können wir das überhaupt neben unserer täglichen Arbeit überhaupt leisten? Und das war ein kleiner Prozess und wir haben es dann gemeinsam entschieden, diesen Muckathon zu machen und sind im Nachhinein sehr, sehr froh, das zu machen, weil gemacht zu haben, weil wir sehr, sehr viel gelernt haben. Als Team über das Thema Lernen in der Zukunft, über digitale neue Tools, Lernformate und spannende Impulse bekommen, die für unser Unternehmen auch sehr, sehr wertvoll sind. Und wir wurden natürlich ganz oft gefragt, warum macht ihr das denn? Also was ist wirklich das Ziel dahinter und was ist Sinn und Zweck der Sache? Und das hatte für uns eine ganz klare Antwort. Also wir sind ja Global Learning and Development in unserer Firma und wir haben ganz klar einfach die Aufgabe, Vorreiter zu sein. Also wir müssen einfach schauen, was bietet der Markt, welche Lernformate gibt es, wie entwickelt sich die Welt des Lernens oder vielmehr das Universum des Online-Lernens, kann man auch sagen. Und wir müssen einfach schauen, was gibt es, was passt zum Unternehmen, was passt vielleicht auch nicht zum Unternehmen. Und da war der MOOC einfach auch eine fantastische Möglichkeit, das für uns zu erfahren und da wirklich reinzuwachsen. Und wenn jetzt jemand im Unternehmen um die Ecke kommt und nach Dingen fragt und Online-Learning fragt, dann können wir auch tatsächlich professionell Auskunft geben, weil wir sind diese Reise schon gegangen und wir können etwas zu den Dingen tatsächlich auch sagen. Ja, vielleicht ist noch ganz spannend, was haben wir eigentlich überhaupt gemacht in der Woche? Wir haben quasi uns überlegt, okay, wo stehen wir als Firma, wo stehen wir mit dem Thema Lernen und haben uns dann überlegt, es wäre doch schön, wenn wir uns das nochmal genauer angucken. Das heißt, wir machen eine Analyse, wie sieht unsere Lernkultur aus, welche Technologie nutzen wir zum Thema Lernen, wie lernt eigentlich jeder selbst, also den kleinen Selbstcheck im Unternehmen und haben das als Anlass genommen, das mit den Muckathon-Teilnehmern gemeinsam zu durchleben, Erfahrungen zu sammeln und Erkenntnisse vor allem zu sammeln und da haben wir ein gutes Bild bekommen über unsere Organisation. Auch da, wo wir vielleicht noch Stellschrauben haben, die wir bislang noch gar nicht angesehen haben und haben sozusagen das Thema Mindset, Lernkultur und Technologie in dieser Woche einmal durchanalysiert. Und ja, die Frage ist aber jetzt, was machen wir denn damit? Also was machen wir damit? Aber ich wollte gerade noch mal ergänzen, weil ich weiß noch, wir haben oft da gesessen und haben überlegt, Mensch, wie gestalten wir das denn jetzt? Also wie machen wir das denn spannend? Weil das muss ja Spaß machen. Also wir wollen ja, ist ja klar, also wir wollen nicht von der leeren Seite sitzen, wo keine Kommentare kommen, sondern ja, klar, wir wollen natürlich Menschen haben am anderen Seite der Online-Leitung, die tatsächlich mitlernen und mit uns diskutieren. Und naja, da war so eine erste Idee Video und dann ging es natürlich hin und her, nein, können wir doch nicht machen, müssen wir professionell machen. Ja, und dann haben wir wirklich unser Herzblut zusammengerafft, haben Hashtag Mutanfall ein Handy genommen, sind auf die grüne Wiese gegangen hinter dem Firmengebäude und haben wirklich einfach unser erstes Video runtergedreht. Und okay, wir brauchten 12 Einstellungen, ja, aber dann war es völlig okay. Und so haben wir das eigentlich in der Woche dann weitergetragen. Und das war auch nochmal, also auch an alle, die sich mit diesem Gedanken irgendwie tragen, Hashtag Mutanfall einfach machen, legt los, macht es, es macht Spaß, es ist toll und die Resonanz ist fantastisch. Also es lohnt sich definitiv. Von daher einfach mal loslegen und keine Angst und keine Hemmungen haben. Ja, und du hast ja die tolle Frage gerade gestellt, was machen wir denn eigentlich damit? Und hier haben wir wieder eine schöne Überleitung eigentlich zum zweiten Teil. Also es heißt ja Mookathon. Das erste ist der MOOC und das zweite ist ein Hackathon, der hinterher gelagert war. Und da haben wir uns, ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen in Frankfurt getroffen mit ungefähr 30 Personen aus dem MOOC und haben dann ein wahnsinnig geniales Wikibook zusammen erstellt. Genau, das Wikibook ist sozusagen ein offenes Buch. Das soll uns und unseren Kollegen vor allem auch in der Welt,
Anregungen geben, vielleicht auch schon so erste Best Practices. Wie können wir mit dem Thema Lernen und Arbeiten in der Zukunft, was können wir eigentlich tun als L&D-Abteilung, als Corporate Learning-Abteilung? Und dieses Book, dieses Wiki-Book, das ist öffentlich zugänglich und können wir nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Lernen und Entwicklung beschäftigt oder dem da ein Wunsch erwächst, da weiter daran zu arbeiten, das durchzulesen und das für die eigene Organisation mal zu erforschen. Und das Wikibook zeigt sehr schön wirklich den Charme dieser ganzen Idee des Cool Learn Mooketons, nämlich das gemeinsame Nachdenken über Formate und vor allen Dingen wirklich den Austausch über Erfahrungen und das gemeinsame Entwickeln. Also wir gehen wirklich aus dem Ganzen heraus mit einem riesen Schatz an neuem Wissen, mit einem fantastischen Netzwerk, mit smarten Köpfen, mit ganz tollen Menschen, die in Verbindung bleiben. Und wir sind uns ganz sicher, alle gemeinsam werden wir zukünftig wirklich uns mit dem Thema digitales Lernen im Unternehmen auseinandersetzen und werden das maßgeblich mitprägen in unseren Unternehmen.